So, auch heute wird wieder um uns gehetzt und wir wurden belästigt und wir sind schon auf dem Weg nach Hause. Wir haben tierische Schmerzen, wir wollten eigentlich noch ein bisschen sitzen und eigentlich im Palmgarten. Jetzt 16.33 Uhr und wir sind auf dem Weg nach Hause und müssen dann wieder alles einatmen, das will man ja. Ich möchte nochmal sagen, Polizei macht jetzt unsere Post alles andere und wir kümmern uns um uns. Und wir lassen uns auch keine Lügen mehr auftischen, damit wir endlich ein bisschen Ordnung haben auf unserer Homepage, falls wir dann jemals noch wieder hochkommen. Und sonst möchten wir uns bei allen anderen entschuldigen. So, und sie machen hier keinen Frust gegen uns und Hass gegen uns und so. Das ist alles gut so, aber sie machen ihre Arbeit. Ja. Das verlangen wir. Wir wollen von ihnen nicht. Wir wollen von ihnen nicht geliebt werden. Und möchte man nochmal sagen, schönen Dank, ihr beiden. Schönen Dank, dass sie so nett waren und uns geholfen haben am 2.4. Ja, sie waren einfach zu benebelt und konnten damit nicht umgehen. Das ist das ganze Problem. Und alle anderen sind immer wieder rausgegangen. Wir sind alle drin geblieben und sie konnten damit natürlich nun gar nichts anfangen. Und auf jeden Fall waren die beiden Polizisten neutral, haben sich was erzählen lassen, weil sie natürlich das Narkotika eingeatmet haben. Und denken Sie auch immer daran, jedes Mal, wenn es bei mir wieder kam, dann gab es den nächsten Narkotikaschub. So ist es den ganzen Tag. Das ist eine Automatik, was wir da reingepumpt. So, und alle anderen Polizisten, es ist schön. Und sie helfen uns jetzt gefährlich und wir wissen auch nicht, was man dann noch alles gemacht hat um uns. Das ist nur die Spitze des Eisberges, also das ist noch viel, viel mehr. Na, Nati? So, und wir haben heute, das heißt schon gestern, eindeutige Informationen bekommen. Nach unseren Informationen ist die Thurau jetzt Präsident im LKA Hessen, ne? Nach unseren Informationen, aber wir müssen vorsichtig sein, wir können nicht allzu viel Zeitung kaufen, es stand nichts in der Zeitung drin, ne, Nati? Von der Thurau haben wir ewig nichts gelesen, wir haben kaufen aber auch nicht regelmäßig Zeitung, können wir uns finanziell nicht leisten und über OKW da Nachrichten zu schicken, das ist das Einfachste. Müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein, aber auf jeden Fall steckt Frau Thurau da drin. Die hat das sofort alles blockiert, nach dem Telefonat mit meiner Frau. Das Telefonat müsste international bekannt sein. So, mit mir wollte sie sich dann gar nicht mehr unterhalten. Wollte sie gleich haben, totale Angst gehabt. Hören Sie sich mal an, die Stimmchen schon. Und nein, nein, und brauchst du nicht und so. So, und den Mann da, den Chef, der ist ja gestorben, selbstverständlich eines natürlichen Todes, ne, Nati? Wir müssen da vorsichtig sein. Und den werden sie dann wohl ermordet haben, weil meine Frau war noch da, erinnern wir uns jetzt. Da müssen sich auch Polizisten dann erinnern, sie war alleine da, ich konnte nicht. Und wir kannten ja noch nicht diese ganzen Zusammenhänge damals. Und wir haben per Einschreiben und Rückschreiben dann Schreiben hingeschickt und dann hat der Mann sich sofort gekümmert, ne, Nati? Ja, und das hat er wohl mit dem Leben bezahlt. Aber nein, nein, also das ist wirklich nur eine Vermutung. Und ach, das ist so weit hergeholt, das kann gar nicht sein. So, und hier sind auch noch eine andere Polizisten sehr kriminell gegen uns. Und so, das macht nichts. Sie haben hier die Staatsgewalt und sie sehen jetzt zu, dass hier was passiert, ne, Nati? So möchte alle anderen sagen, man blockiert ihr weiter alles, denen ist das egal, ne? Hauptsache, sie sitzen in ihrem Job und es geht ihnen gut. Nichts anderes. Und ich möchte nicht ausschließen, dass da bei vielen Polizisten, Staatsanwälten, Richtern auch hier totale Arroganz ist. Weil irgendwie muss meine Frau ja auch ins Gefängnis gekommen sein. Deshalb ist es ja auch alles eine totale Lüge, dass wir nie kriminell geworden sind. Und irgendwie führt da natürlich ein richtiger Weg lang. Schon der Drogentransport von meinem Land direkt nach Frankfurt führt auch der gerechtige Weg von Frankfurt nach Schwerin und Rostock. Den konnten wir auch nachvollziehen. Natürlich haben wir da keine Beweise von unseren Informanten. Das war eigentlich das, was wir sagen wollten. Das war eigentlich das, was wir Ihnen sagen wollten, ne? Was wir jetzt bestätigt gekriegt haben. Das war das, wo ich gesagt habe, die Woche wird interessant. So, und ich fordere nochmal auf, dass die Polizei für uns arbeitet. Ne, Nadel? Also ermittelt. Und dass dann da endlich was passiert, damit wir endlich Ruhe haben, ne, Nadel? So, und keinerlei Belästigung. Mir ist doch egal, was uns erzählen, ne, Nadel? Und dann werden wir auch endlich Ergebnisse erfahren, ne? Aus den Reaktionen anderer heraus. Oder nicht? Genau. Das sehe ich auch so. So, und Sie sehen ja, wir müssen wieder klein beigeben und müssen jetzt nach Hause. Weil wir hier nur bedrängt werden, das interessiert keinen. So, alles andere werden Sie ja dann schon erfahren haben. Das brauche ich nicht sagen, aber. Aber dringlichst, ne, Nati? Ja. Merken Sie, wie wir reden, ist das nicht schlimm? So, und mir ist das doch egal. Und auf jeden Fall, das will man natürlich, das ist das immer total, nein, nein, keinerlei Kontakt mehr, das ist vorbei.
Kaffeeöffner hatte. Und selbstverständlich müssen wir sie leider rufen, wenn wir einen Kaffeeöffner haben. Aber Mann, Mann, es ist mir total egal, was sie machen, Renate. Wir werden uns das nur notieren und so. Und wenn sie uns noch anstecken, ich halte selbstverständlich immer drauf jetzt. Weil das reicht mir, Renate. Weil Sie, wirklich, Sie können absolut herzlichen Glückwunsch, das haben Sie, das hat man wunderbar hingekriegt, ne, Nati? Genau vor diesen Pennern da, auf dem Platz da, die volle Blamage, das ist aber rum. So, man läuft jetzt immer um uns rum wieder, die Penner, und machen uns schön was vor, weil ich möchte mal anderen sagen, ich habe nicht die Polizeigewalt, nichts, ne? Ich darf hier nichts machen. Und wir waren 10 Jahre nicht so dumm, wir machen das jetzt auch nicht. Wir wollen bloß nicht hingerichtet werden, deshalb möchte ich eine Pistole und möchte Schussweste haben und auch Messerstichweste oder so, wie das heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Unvernünftig, genau alles, was wir schon gesagt haben. Weil das ist eine Frechheit, die möchten wir nicht irgendwie jetzt im Dunkeln oder so aus 10 Meter Entfernung erschießen lassen. Ich bin ein alter Mann, ich komme da nicht mehr hin, ne? Und Kopf treffe ich nicht mehr, aber ich treffe noch was. Und ich kann schießen. Oder konnte das wenigstens, ne? Und erinnere nochmal, schneller als Frau Merkel denkt. Das erinnere ich nochmal dran. Falls einige das nicht mehr wissen, das können Sie dann nachlesen. So, das war's, Renate. Ja, das war's. Über mehr möchte ich mich nicht unterhalten.